Hallo, Frank Werner. Goldie. Was machen die News? Good News. Good News? Erstmal Käffchen. Käffchen. Der ist schon ein bisschen kalt. Oh. Good News. Was sind die Good News? Für die Sportinteressierten. Erik Frenzel, Wahl-Oberpfälzer, hat Medaille gewonnen, Silber. Mhm. Im Team, was weiß ich. Mhm. Wintersport. Was weiß ich, Wintersport. Nordische Ski-WM ist er alleiniger Rekordhalter. 18 Medaillen gewonnen. So viel hat er noch. Keiner. Glückwunsch. Genau. Weitere News. Weitere News? Gibt's was Gutes noch? Oder ja, wieder Runterzieher ist natürlich ein Jahr Ukraine-Krieg. Ja. Kein Ende absehbar. Und da war ja Demo am Wochenende. Mhm. Alice Schwarzer und Sarah Wagenknecht als Friedensengel. Ja. Habe ich ja größte Probleme damit. Na, ich bin ja auch für Frieden eigentlich. Ja, gut, für Frieden ist natürlich jeder. Ja. Gell? Aber wie? Du kannst doch nicht sagen, Putin, mach mal. Mhm. Nein, wir überlassen dir das Feld. No. Ja. So geht es nicht. Die haben ja dann auch die ganzen Ukrainerinnen und Ukrainer nicht reden lassen auf der Demo, sondern nur immer, ach, was, man muss dem Putin entgegenkommen, sag ich. Nope. Mhm. Nope. Mhm. Aber schwieriges Thema, Goldi. Ja, schwierig. Ja. Ukraine. Fällt mir was ein. Was fällt dir ein? Ganz anderes Thema. Ja. Eurovision. Früher hieß er dann Grand Prix Chanson d'Eurovision. Excusez-moi. Nee, pass auf. Die Ukraine hat ja letztes Jahr gewonnen. Ah, okay. Eine Gruppe. Und der ist jetzt wieder? Der, der ist wieder. Okay. Also er ist im Mai, ja, ja. Ist er aber nicht in der Ukraine aus Gründen. Ja, klar. Das ist zu gefährlich oder zu aufwendig oder alles Mögliche spricht dagegen. Ja. Der findet diesmal wo statt? In Liverpool, das weiß ich. Sehr gut. Bist du wohl so ESC, wie es abgekürzt hier heißt, ESC-Fan? Ich habe eine Kollegin, die ist da sehr into it. Und aha, wir haben uns da kürzlich darüber unterhalten. Und sie ist hoch aufgeregt schon. Oh. Und ja, fiebert quasi mit. Ich muss sagen, ich bin ja auch Jahrzehnte ESC-Fan schon. Ja. So. Vor allen Dingen immer diese Auszählungen fand ich immer super. Ja. Haben sie jetzt verkompliziert, dauert immer ewig. Und nicht mehr so ganz durchsichtig, aber eigentlich ist es super. Mhm. Und auch der Kommentator Peter Urban, mhm, der macht es schon immer. Weltklasse Typ. Ja, morgen ist also der Aus. Morgen, Freitag, ist ja Ausscheidung Deutschland. Wer quasi für uns hinfährt. Genau. Ja, nach Deutschland. Liverpool. Who goes to Liverpool? Ja, ja. Sind 9 Kandidatinnen und Kandidaten zur Auswahl, wenn ich es richtig im Kopf habe. Mhm. Da kann man halt online voten, dann ist eine Expertenjury, Televoting, sau kompliziert. Irgendjemand wird fahren. Ja. Wir haben uns die gestern mal im Büro ein bisschen angeguckt, also aha, mit der Kollegin eben. Ja, auch alles durchgeschaut. Ja. Und da ist ja schon ein verrücktes Zeug dabei. Absolut. Also genremäßig sehr breit gefächert. Ja. Aber lass uns da mal schnell reinhören. Okay. Pass auf, ich hab da was. Hast du was dabei? Ich hab da was dabei. Okay. Guck mal. Wir brauchen endlich mal ein Lied ohne Saufen. Kennst du den? Mal ein Lied ohne Sex. Was? Kennen? Wir übertrieben. Das ist echt Hüftgold. Ja, genau. Ich tu mal hier in die interessanten Stellen hier. Alle sagen, das Niveau sei einfach viel zu tief. Das Niveau ist auf jeden Fall sehr tief. Völlig grenzdebil. Alle sagen. Goldi. Fährt für Deutschland eventuell. Okay. Fährt eventuell für Deutschland, muss man ganz klar sagen, ist natürlich vom Trash-Faktor ja enorm. Absolut. Aber der hat jetzt, wir hatten ja schon so Kandidaten, Gildo Horn, ja, Stefan Raab, die waren da und waren recht erfolgreich. Das ist was anderes. Ja, das ist, also meiner Meinung nach, ich habe mich natürlich im Vorfeld hier etwas eingelesen, mhm, dann hieß es auch, dass dieses Ballermann-Zeug, Icke Hüftgold, mhm, das ist ein speziell deutsches Phänomen. Okay. Der wird also beim Eurovision nicht sehr viele Punkte holen. Ja, glaub ich. Nebenbei ist das Lied also echt bescheuert. Ja, ich habe noch ein anderes hier auch. Okay, dabei. Goldi. Guck, hier ist was anderes für uns. Aha. Wo ist es denn? Wo ist es? Da. Was ist das? Blood and Glitter. Lord of the Lost. Lord of the Lost, okay. Ganz andere Nummer. Ja. Boah! Ja! Das ist ja so ein bisschen Rammstein für Pop. Arme. Für Arme. Pop-Rammstein. Ja, weiß ich nicht, aber glaube ich, hätte auf jeden Fall international gesehen deutlich bessere Chancen. Ja. Ich habe das Video kurz angeguckt von denen auch, da ist ja Pyrotechnik. Da stehen die Leute schon drauf. Wie Rammstein. So nur für Arme. Stimmt. Für Rammstein. Hast du noch einen auf Lager? Ich habe noch einen, auch so.
das ist meiner. Ja. Das ist so ein bisschen Green Day oder H-Blocks, ja. Altes Zeug. Ja, kannst mir haben. Misfit. Okay. Bin ja dabei. Aber das ist so die, das ist ja Horizont, also das ist die, okay. die Vielfalt. Wobei ich auch die viele andere wahrscheinlich noch. Null Chancen. Ja. Ich habe die anderen auch noch ein bisschen reingehört, da ist ja Frieda Gold mit dabei und sehr viel so balladeskes Zeug. Mhm. Oh, nein, weiß ich nicht. Vielleicht gewinnt auch Icke Hüftgold, aber ich glaube es nicht. Bitte nicht. Oh, ja, immer diese Feierlichkeiten, gell? Ja, voll, ja, eben. Übrigens noch Glückwunsch zu 10 Jahre Pauli-Zeit, die wir beiden. Sehr schön. Dankeschön. Ja. Ja, unseren kleinen Fanclub gibt es seit 10 Jahren. Ja. Macht ihr da eine Party? Oder? Ja, Freitagabend, also Morgenabend. Okay. Ab 18 Uhr in Rotenstadt im Laola, so ein bisschen mit Fußball gucken. Ja. St. Pauli in der Volksspur, 5 Spiele gewonnen. Kenne ich ja gar nicht, aber das passt natürlich zu unserem kleinen Jubiläum. Ja, cool. Wird toll. Ja, da wünsche ich euch viel Spaß. Scheint eine fette Party zu werden, oder? So, schaut's mal aus, Goldi.